Was machst du denn, Anna? Ich will einen Kopfstand machen. Soll ich dich halten? Ja, vielleicht schaffe ich es dann. Und jetzt hoch mit Schwung. Ja, ich hab's geschafft, aber halt mich gut fest. Ist das lustig, jetzt sieht man alles auf dem Kopf. Jetzt will ich auch mal. Aber ich mache den Kopfstand immer an der Wand. Alle Möbel stehen auf dem Kopf. Schau mal, Mama. Lena macht Kopfstand und ich habe vorhin auch schon einen gemacht. Prima, gut machst du das. Und du kannst das auch schon, Anna? Naja, mit festhalten. Okay, aber immerhin. Das ist so lustig, wenn man alles auf dem Kopf sieht. Ja, das stimmt. Moment mal, da habe ich eine Idee. Ich muss mal kurz mit Papa sprechen. Vielleicht könnten wir einen Ausflug machen. Komm, wir machen nochmal einen Kopfstand. Ja, los. Hihi, cool. Machen wir denn jetzt einen Ausflug? Ja, wir gehen gleich los. Aber wo gehen wir denn überhaupt hin? Lasst euch überraschen. Was ist denn das? Ein Haus auf dem Kopf? Da schauen Leute zum Fenster raus. Wohnen die da? Nein, in diesem Haus wohnt niemand. Das ist extra so gebaut worden, damit man es besichtigen kann. Ach so. Und bestimmt war das gar nicht so einfach zu bauen. Schaut mal, die Haustür ist da ganz oben. Ja, das sieht ganz schön verrückt aus, oder? Der Eingang ist hier beim Dachfenster. Ist im Haus dann auch alles auf dem Kopf? Am besten, ihr schaut gleich mal nach. Du meine Güte, tatsächlich. Die Möbel hängen ja an der Decke. Hier ist das Bad. Das Klo hängt an der Decke. Ja, und das Waschbecken auch. Wie hält denn das alles? Die Zahncreme und die Zahnbürste. Das wurde wahrscheinlich alles festgeschraubt oder festgeklebt. Da könnten wir doch ein lustiges Foto machen. Ja, stell dich mal hin. Vielleicht unter das Klo oder ans Waschbecken? So, jetzt Nicole, mach ein Foto. Aber es sieht doch gar nicht so lustig aus. Doch, man muss das Foto dann auf dem Kopf anschauen. Und dann sieht man erst, wie lustig es aussieht. Ja, cool. Machst du von mir auch so ein Foto? Klar, lass uns mal noch in die anderen Räume schauen. Hier ist ein Schlafzimmer. Ich könnte mich unter den Schrank stellen. Okay, wir probieren es mal, ob es gut aussieht. Oh ja, cooles Foto. Da oben ist ein Bett. Ja, bleib mal kurz so stehen. Oh, und jetzt sind wir in der Küche. Schaut mal, die Pfanne auf dem Herd und die Blumen auf dem Tisch. Ich hoffe nur, die haben das wirklich gut befestigt. Nicht, dass uns etwas auf den Kopf fällt. Und was soll denn diese Schüssel hier sein? Das ist die Lampe über dem Esstisch. Ja, stimmt. Ach so. Ja, wenn ihr euch mal so hinsetzt und Papa vielleicht noch dazu steht, dann gibt es auch noch ein schönes Foto. Ich stelle mich mal so hin. Lass es mal anschauen, ob es was geworden ist. Ja, Moment. Das sieht aus, als würdet ihr an der Decke kleben. So, jetzt sind wir bei der eigentlichen Haustür. Da steht sogar noch ein Schreibtisch mit Notebook. Und Telefon. Ja, cool. Und schaut das Fahrrad in der Ecke dort. Irgendwie wird mir schon fast schwindlig. Und, hat euch das Haus gefallen? Ja, das war witzig. Ich würde das gerne mal in meinem Zimmer ausprobieren. Oh nein, nein. Da macht ihr bitte lieber einen Kopfstand. Schau mal, dieses Fahrrad. Gehört das auch noch zur Ausstellung? Nein, nein. Ich wollte nur den Reifen wechseln. Ach so. Liebe Kinder, wenn ihr ein Haus auf den Kopf stellen wollt, dann bitte nur euer Playmobil-Haus. Vielleicht wart ihr ja auch schon mal in echt in einem Haus auf dem Kopf. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Bis bald. Tschüss.